Foundation. Ja. An Werde. Du magst gerne Naturkosmetik. Ja. Du bist ja hier so ein Make-up-Profi. Ja. Was würdest du sagen zusammen? Cover, Foundation and Concealer. Das, kennst du sowas? Ja. Kombi? Ist auf jeden Fall cool, weil das dann eine höhere Deckkraft hat, natürlich automatisch. Und auch praktisch, dass man nicht zwei Produkte gleichzeitig benutzen muss. Also ich mache auch oft einfach nur Foundation oder nur Concealer. Cool. Geht ja natürlich ein bisschen schneller. Man braucht ja nicht immer beides. Ja, genau. Ah, cool. Ja, perfekt. Ja, dann bitteschön. Duft dich aus. Ist neu. Ist ganz flüssig. Super. Ich trage das mit einem Schwamm auf. Ah, da ist er ja. Kannst du mich auch ein bisschen ein. Ja. Wo trägst denn du immer dein Make-up? Am ganzen Gesicht oder ja. Auf bestimmten Stellen? Nee, eigentlich an meinem ganzen Gesicht. Vor allem auch meine Augenringe des Todes. So nenne ich meine wundervollen Augenringe. Augenringe des Todes. Heute wird es aber auch ein bisschen verrückt. Oh, die sag's mega. Richtig gut. Verwendest du auch Puder? Nee. Irgendwie, ich bin halt so unerfahren. Ich bin froh, dass ich mich überhaupt ansatzweise schminken kann. Und Puder ist so, das ist bei mir überhaupt nicht im Mindset, genauso wie Primer. Das ist einfach, es gehört nicht zu meiner Routine, sag ich mal. Puder verwendet man ja ganz zum Schluss, ne? Also ich würde sie jetzt eigentlich auftragen. Ach ja, oh cool. Ja, also kannst du machen. Ich hole ganz schnell das Puder. Oh, ich habe nämlich auch eins von Alverde. Oh, perfekt. Gleich wieder da. Perfekt. Wieder da. Schaut mal. Hier ist das Puder. Richtig cool, dass du es auch von der Naturkosmetik mag hast. Das gefällt mir auch sehr gut. Das habe ich auch durch meine YouTube-Community. Ihr seid toll. Oh, mega.
Bist schon voll der Profi geworden. Macht doch richtig Spaß. Hier rein kann man auch tipsen. Und willst du vielleicht den Pinsel vorstellen? Ja, klar. Ein Mermaid-Pinsel. Wunderschön, oder? Und eine Brush. Bitte schön. Dankeschön. Schon oft andere Leute geschminkt, oder? Noch nicht so oft. Also, ich schmink meistens noch mich selbst. Allein in meinem Zimmer. Aber ich habe eine Make-up-Artist-Ausbildung gemacht und da mussten wir mal so ein bisschen üben. Einmal war sogar mein Papa dort. Ich finde es auf jeden Fall, wenn ihr das gleich so hinkriegt.
man zu lange Nägel hat, ne? Mach du besser. Mach das besser. Ich schaff's nicht. Ja. Willst du den großen? Ja, okay. Super. Ich gehe schon direkt ein bisschen in den Glitzer rein. Ja, mach. Je mehr Glitzer, desto besser natürlich. Genau. Und welche Farbe sollen wir nehmen, findest du? Ich lasse mich überraschen. Ach, du lässt dich ganz überraschen. Komplett, du darfst machen, was du möchtest. Ich vertraue dir komplett. Ui. Aber kein Druck jetzt. Okay, ja klar.
Ich sehe ja nichts. Ich weiß nicht, was los ist. Ich sehe auch nur die Hälfte. Aber es wird schön. Es ist auf jeden Fall ein einzigartiger Look. Es löst sich alles. Oder nicht? Okay, wir gehen den schon mal runter.
spekuliere nämlich tatsächlich auf diesen Herzchen-Eyeliner und das wäre so cool, wenn es den gibt. Ja. Ich glaube, es will nicht. Er will auf jeden Fall, dass du dir ein paar Striche auf die Augen machst. Nein, komm schon, eine Chance noch. Also der ist, nein, das geht nicht, der ist Katastrophe. Okay, der jetzt aber, der jetzt. Ich glaube, den hatte ich mir doch auch mal gemacht. Ja. Ja, und der ist nicht so cool geworden. Aber vielleicht soll ich es probieren? Ja, gerne. Der sieht cool aus, finde ich. Ich gebe mein Bestes, ja. Okay. Alles klar. Eyeliner ziehen bei anderen ist immer ganz schwierig. Aber ich probiere es mal. Okay, ich muss noch auf Stoppen drücken. Ah ja, schon. Sehr gut. Wir ganz schön einen lilanen Eyeliner. Schnell gerade. Wow, das ist mein neuer Eyeliner-Rekord. Perfekt. Dann ist schon fertig. Jetzt muss ich den anderen nur genauso hinbekommen. Das ist immer das Schwierige an der Sache. Okay, ganz entspannt. Ganz entspannt. Ja. Fast. Und was meint er? Bist du zufrieden, Paula? Also dafür, dass ich das gerade in einer Minute gemacht habe, finde ich, habe ich das gar nicht mal so. Das passt zu dem Glitzer-Hund überhaupt. Und ich muss sagen, ich habe gehört, du trägst nie Fake Lashes. Nee, noch nie getragen. Das heißt, wir machen das heute gleich mal. Unbedingt, das werde ich so gerne mal sehen. Ah, zuerst aber die Mascara. Ah ja. Weißt du, wo die ist? Ich sehe hier deine schöne Mascara. Das ist deine. Ja, genau. Ich weiß nicht, hast du eine Lieblingsmascara? Also von der Bürstenform. Ja, das
habe ich schon verwendet. Ich hoffe, es ist kein Problem. Aber
deinem Lieblingsminzel, oder? Ja. Schaut euch mal bitte an, was Paula für einen mega schönen Pinsel hat. Ein Mermaid-Pinsel. Mit einer richtig süßen Schwanzflosse. Ups, boing. Alle wieder wach. Der ist halt perfekt für Cambrushing. Würde ich sagen. Und es wurde eine sehr spezielle Blush-Farbe für uns ausgesucht. Und genau, was war das? Ein Korallflamingo-Ton. Ja, Korallflamingo. Ich diese Palette gefunden. Und wie cool ist diese Palette, bitte? Da steht Love. Oder das ist ein geiler Tipp, den jetzt alle kennen. Ja. Ja, ey. Genau so.
Spaß gemacht. Ich finde, der Look ist sehr einzigartig, aber wirklich süß und steht dir auch voll. Ich freu mich mega und fühle mich sehr, sehr wohl damit. Leute, schaut auf TikTok vorbei. Wir werden in diesem Look auf jeden Fall auch einen TikTok drehen. Und sowieso, check out Paula. Ich wollte jetzt schon sagen, Paula ASMR. Paula Wolf.